Was? Wer weint? Wer? Was? Ich will da nicht rein. Ich will das nicht. Hallo liebe Rattenhorde und herzlich willkommen zur ersten Folge von Mortuary Assistant. Weiß nicht, wie viel wir da rausholen. Wir haben mal wieder einen Shoutout an meine Tochter, die anscheinend möchte, dass ich braune Unterhosen habe. Ein neues Horrorspiel. Was heißt neu? Also das Spiel ist schon ein bisschen länger raus. Aber ich habe die Demo gezockt. Das hat mir Spaß gemacht. So viel Spaß, wie es machen kann. Und wir fangen das Ganze jetzt mal an. I'm so glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. I'll never understand why you chose such a macabre field. There's nothing disturbing about it. It's just that I'm proud of you. I really am. You've come so far. So, you haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or...? They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No, I'm not moving. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma... Even I've heard things about that place. Just be worried people about you. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right, right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Thanks. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Okay, und so fängt, ich wollte gerade sagen, unser erster Tag an, aber der erste Tag ist nicht. Ist schon mal komplett anders von der Demo. Wenn euch das interessiert, ich packe den Link für die Demo mal unten in die Beschreibung mit rein. So, was haben wir denn hier? Oh, es ist sogar auf Deutsch, also die Demo war nicht auf Deutsch. Das freut mich für euch. Rebecca, ich habe vergessen, dir das zu geben. Bitte nimm einen Stift vom Tisch und unterschreibe es. Danke, Zoe. PS, viel Glück. Okay. Können wir das... Nee, wir können das nur lesen. Achso. Ja, Stift mitnehmen. Das kenne ich schon. Red Boy muss mal ganz, ganz kurz die Sensibilität ein wenig runterschrauben. Ja, schon besser. So. Wenn wir dieses Symbol mit der Karte haben, dann müssen wir per Rechtsklick. Ups. Und schon kommt die gruselige Musik. Müssen wir per Rechtsklick etwas auswählen. Der Stift ist jetzt auch weg anscheinend. Und wir haben jetzt unseren Vertrag unterschrieben. Wir haben ihn nicht mal durchgelesen. Hallo?
Okay, dann treten wir jetzt mal ein. Da liegt schon die erste Leiche. Huch. Great, perfect timing. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Die Verstorbenen bewegen. Ja, ist mir klar, alles klar. Das ist auch anders als in der Demo. Cool. Auch die Steuerung hat sich ein bisschen verändert. So, jetzt ziehen wir den Kumpel in den Kälteraum. Da muss er hin. Ah ja, so geht das also. Achso, wir können den... Okay, das war in der Demo auch nicht ganz so einfach. Wir können ihn jetzt einfach hier so reinschieben. Ha, sehr cool. Das gefällt mir auch so ein bisschen besser. In der Demo war alles sehr, sehr dunkel. Klick. Kommst du raus, bitte? Warum? Geht das nicht? Müssen wir sie erst rausziehen? Aha, okay. Ah, wir schaffen das schon. Wir sind doch toll, sind wir doch. Und mit eurer Hilfe schaffe ich sowieso eigentlich alles. So, wir machen das natürlich ordentlich hier. Zack. Na. Uah, die sieht schon sehr, sehr gruselig aus, die alte Dame. Ah, schon ganz cool animiert, ne? Für... I'm just finishing up something here, so why don't you grab the clipboard thing? And start recording identifying marks. Okay. I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Ein Klemmbrett. So, jetzt gucken wir mal, was wir für das Klemmbrett, was wir da machen sollen. Achso, es gibt hier keine Umlaute. Okay. Alle identifizierenden Körpermerkmale notieren. Körpermerkmale in den Computer einspeisen. Okay. Okay, okay. Was haben wir denn hier? Genau, untersuche eine Leiche, bewege den Mauszeiger über einzigartige Körpermale wie Muttermale, Kratzer, blaue Flecken und interagiere mit ihnen, um sie auf dem Klemmbrett zu erfassen. Das kriegen wir hin. Da haben wir schon mal das. Dann können wir hier den Kopf noch drehen. Die Dame hat hier weiter nichts. Das müsste das auf dem Klemmbrett, genau, da ist es auch drauf sein. So. Schultern. Oh. Ach, da ist so ein Nebel, der das jetzt anzeigt. Das haben sie ja. Huch. Schön vereinfacht. Okay, was haben wir hier noch? Genau, hier ist so ein komischer Nebel. Auch der war in der Demo noch nicht drin. Muss dazu sagen, ich habe das Spiel ein bisschen heller gemacht, weil die Demo war wirklich sehr, sehr dunkel. Können wir von hier aus auch? Nein. Okay, die Füße können wir nicht drehen. Wir können... Oh. Ja, wir sind doch noch gar nicht fertig. After that, we'll get started. Ich habe doch noch die andere Schulter zum Angucken. Guck mal, da ist doch so ein roter Fleck. Achso, ja, die Schulter haben wir natürlich schon gemacht. Ha! Okay. So, was? Computer. Genau, das kenne ich auch schon. You'll die here. Was? What was that? I didn't say anything. You all right? Yeah. I'm fine. Sorry. Kopf. Rechte Schulter. Rechter Arm. Linkes Bein. Linke Schulter, linker Arm. Haben wir nix. Okay. Achso, übermitteln. Warum sollen wir sterben? Was ist das denn? A
ein Paket mit Unterlagen des Leichenhauses über die Behandlung der Leiche vorne ablegen, damit sie auf Anfrage verfügbar sind. Großer Gegenstand. Ja, genau, wir können, wenn wir hier mal reingucken, nur zwei große Gegenstände mit uns tragen. Das war in der Demo tatsächlich ein kleines Problem, weil ich da schon was mitgenommen habe, was ich später erst gebraucht hätte. Und bin dann leider ein bisschen stecken geblieben. So. Okay, jetzt müssen wir einbalsamieren. Heißt das so? Kennt sich da jemand aus? I've set everything out, so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Okay. Everything's on your list there if you need it. Nadelinjektor und Ligaturnadel. Ligaturnadel. Okay. Nee, das ist er nicht. Nadelinjektor. Was haben wir hier? Eye Caps. Ligaturnadeln, okay, da sind sie doch. So, jetzt fangen wir an. Das ist auch anders in der, als in der Demo. Da gab es das nämlich nicht. Große Gegenstände werden in den Händen gehalten. Das ist richtig, wenn du beide Hände voll hast, musst du einen großen Gegenstand ablegen, bevor du einen anderen aufhebst. Kleinere Gegenstände werden in den Taschen aufbewahrt. Durch Auswahl eines Gegenstands wird dieser angezeigt. Ansehen von Gegenständen. Nach der Auswahl des Gegenstands wird dessen Beschreibung darunter... Ja, okay. Aha, hier hätten wir... Ja, okay. Dann vielleicht hätte Bradboy sich das Tutorial ein bisschen besser angucken sollen. I can't use that here. Achso. So, Gesichtsvorbereitung. Ziehe den Mechanismus nach oben und drücke die Injektornadel, um Haken in den Schädel zu treiben. Oho. Eieieiei. I can't use that here. I can't use that here. Okay, wir müssen es hochziehen, dann wieder runter. Wir müssen es hochziehen. Ich bin ein bisschen verwirrt von dieser Mechanik. Müssen wir rausfinden, wo der Punkt ist, den wir brauchen? Okay. Ist das krass. So, machen Mund zu. Puh. Endlich keinen Stinkeratem mehr. So, was machen wir als nächstes? Augenkappen einfügen, um Augen geschlossen zu halten. Okay. Augenkappen hatten wir ja schon gesehen, genau. So. Ich denke mal, das wird dasselbe sein. I can't use that here. Ja, warum nicht? I can't use that here. Hä, warum? Was? Ja. Alright. Bugs. Okay, buh. Auch widerlich. Puh. So, was ist als nächstes dran? Einbalsamierungsflüssigkeit in Pumpe mischen. Okay, wir brauchen Glutaraldehyd, Methanol, Feuchthaltemittel und Formaldehyd. Okay, was haben wir denn hier stehen? Nix. In der Demo lag hier alles. Ah, okay. Ach da, okay. Hallo? Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly and it can make them pop like that. Uff. Just keep doing your thing.
I'll get it. Ja, wir brauchen es nicht in richtiger Reihenfolge machen. Und schon geht's los mit Jumpscares. Junge, 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 du bist aber auch gruselig irgendwie, ne? Ja, okay. Und die letzte Flüssigkeit hoch. Okay. So. Einschnitt an Carotis und Drosselvene mit Skalpell vornehmen. Zack. Mitgenommen. Dann machen wir jetzt hier unsere... Was ist denn das für ein... Brauchen wir das nicht drauf anwenden oder was? Okay, sehr verwirrend. Arterienklemme und Schläuche brauchen wir jetzt. Okay, huch. Arterienklemme. Das ist die und Schläuche. Ach, es liegt schon alles bereit. Okay. In der Demo muss man das tatsächlich suchen. So, Arterienklemme. Schläuche. Hat funktioniert. Wir haben auch den Strich gehört auf unserem Klemmbrett. Pumpe einschalten und Körper spülen lassen. Boah, ist das Ding laut. Boah, das sieht ja aus, ey. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Jumpscares in diesem Spiel. Zumindest in der Demo waren sehr, sehr viele Jumpscares drin. So, da wird die Flüssigkeit auch schon etwas klarer. Sieht so aus, als ob es fertig ist. Könnte man behaupten. Pumpe ausschalten, Schläuche entfernen und Schnitt verschließen. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass wir es wieder zunähen müssen. Weg. Ah ja. Haben wir gemacht. So, Pumpe reinigen wahrscheinlich, ne? Einleeren. Infusionsbeutel. Und... Körper, Höhlen, Flüssigkeit. Ich muss ja... ich muss so ein bisschen raten, was sie uns hier sagen. So, da leuchtet... Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Ja, typisch Red Boy, er rennt natürlich hin und guckt. Ist doch gerade jemand langgelaufen. Puh. So geht das los. Okay. Hier ging das. Müssen wir so ein bisschen die Flüssigkeit verteilen. Genau, die Nadel ein bisschen hin und her schieben. Also es wäre absolut kein Job für mich. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das machen könntet oder ob ihr das eventuell schon macht. Ich bin mir übrigens auch nicht sicher, ob das so krass in Deutschland gemacht wird. Ich kenne das aus Amerika tatsächlich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier in Deutschland auch so gang und gäbe ist. Tankreiniger. Okay, wir müssen erst die Pumpe sauber machen. Jo, ups, nehmen wir mit. Was ist das? Achso, wir mussten das erst anmischen. Komisch, ne? Hier ist so eine komische Musik. Können wir das Fenster aufmachen? Hier riecht es doch bestimmt unangenehm.
Tankreiniger. Nicht? Habe ich was vergessen? Tankreiniger? Ach, haben wir das... Hä? Haben wir das nicht gemischt? Oh, wir können sogar sprinten. Das ist nicht schlecht. That's not it. Oder müssen wir das abfüllen? I can't hold anything else. Ja, ist gut. That's not it. Was fehlt dem Red Boy jetzt hier? Huh? Also hier kommen. Wir können spülen. Wir können uns auch im Spiegel angucken. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Was habe ich denn jetzt hier verpasst? Reiniger im Schrank der Toilette zu Tankreiniger zusammenmischen und in die Einbalsamierungspumpe füllen. Da gibt's wieder Umlaute. Ach so, ich weiß, woran es liegt. Wir müssen ihn erstmal aufmachen. Ah, ja. Red Boy. Mach den Kopf an. Du stehst da wie... Ja, ach so, ja, wir werden ja geprüft, ne? Trotzdem steht er da wie so ein Bond-Villain. Meine Güte. Der guckt uns auch hinterher. Das ist cool gemacht. So, Häkchen. Feuchtigkeitspflege auf das Gesicht geben. Okay. Kriegt ihr hier auch? Feuchtigkeitspad. Okay. So, jetzt machen wir die Dame hier noch ein bisschen sauber. Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Hä? Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Bitte? Was war das denn jetzt? Ich darf ich hier nicht fertig machen? Go ahead. It's fine. Oh, oh. I'll give you a call when we get someone in. Okay. Das war anscheinend nur das Tutorial. Und jetzt. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault. But he sent me home right after Teil that. Aus der Ding. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No, no. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I'm just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. Set. And your new badges and your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go, like, right now. I'll talk to you later. Where are my keys? So, die Schlüssel haben wir ja schon gesehen. Ich wollte euch nur ganz kurz was zeigen. Also man kann hier jetzt alle möglichen Sachen aufmachen.
Das finde ich so mega cool. Music Band Shirt und Sports. ja, so kann man natürlich auch Copyright machen, ne? So, wir haben es ziemlich einfach. Der Schlüssel liegt hier einfach. Temporäre Gegenstände, yo. Wie gesagt, normalerweise muss man den Schlüssel suchen. Lustigerweise, ich habe die Demo zweimal gespielt oder spielen müssen. Wegen dem Tank, den ich irgendwie nicht ablegen konnte. Und da war der Schlüssel tatsächlich an zwei verschiedenen Orten. Also jedes Playthrough ist anscheinend ein bisschen anders. Weiß nicht, ob das reicht, um dieses Spiel mehrfach zu spielen, aber das Erlebnis, sagen wir es so, das Erlebnis ist für alle anders. Und schon sind wir da für unsere erste Schicht. Unsere erste Nachtschicht. Ganz alleine. Alright, guess I'll head to the back and get started. Was zur Hölle? Was? Warum? Hi, Rebecca. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. Ach, das ist der Kumpel. The possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Okay? File the paperwork. Everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Ugh, damn it, what the fuck? Okay, also das war unser Chef. Er hat uns eingeschlossen. Okay. Und irgendetwas hat sich an uns geheftet. Okay, wir müssen jetzt arbeiten. Kassettenrekorder, alter Schlüssel, Flurschlüssel, okay. Das finde ich ein bisschen frech. Tatsächlich. Ist hier noch was drin, was wir... Oh, was wir brauchen? Da sind Sicherungen, dann wissen wir schon mal, wo die sind. Ich glaube, die sind auch in der Demo woanders gewesen. Ich bin mir gerade nicht sicher. So, Flurschlüssel. I'm fucking quitting tomorrow. I mean, who does something like this? Ja, wie kann das sein? Klingelt schon wieder ein Telefon. Alter Schwede. Alright, listen carefully. I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen Was? Body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you, in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. Okay. This is insane. Kurze Zusammenfassung. Hier ist ein Dämon.
Grab a body and get started. Wir müssen den richtigen Körper für den Dämonen finden. Und wir müssen... At least I can keep track of things. Wir müssen herausfinden, welcher Körper dazugehört und wie der Dämon heißt. Okay, also das Ganze entwickelt sich in ein Puzzlespiel. Nachtschichtsystem. Okay. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Okay, vielen Dank. Also wir müssen den Namen finden. Wir kommen noch nicht an den Computer ran. Wir müssen den Namen des Dämons finden. So. Was? Achso, ja. 5103494, nicht 49. Wisst ihr Bescheid? Ersatzschlüssel. Okay. Raymond, ich brauche wirklich einen Schlüssel für die Falltür draußen. Der Reiniger geht zur Neige und du hast gesagt, dass da unten welcher ist. Ich weiß, dass du nicht willst, dass jemand darunter geht. Aber ein Zweitschlüssel würde alles einfacher machen. So, Zoe. Wer auch immer Zoe ist. Okay, da ist meine Karte. Die können wir nicht mitnehmen. Rebecca, Raymond hat mich gebeten, die restlichen Materialien für die Einbalsamierung nachzufüllen. Aber er ist so geheimnisvoll, dass ich gefühlt täglich andere Anweisungen bekomme. Tut mir leid, wenn nicht alles wie immer ist. Zoe. PS, könntest du ihn bitten, mich nicht mehr so Zoe zu nennen? Niemand nennt mich so, hä? Okay. Einfach nur Zoe ohne Y. Da ist ein Schlüssel. Ein großer alter Schlüssel. Ein alter Schlüssel. Nicht sicher. Okay. Wir haben durch Zufall einen Schlüssel gefunden. Der nimmt uns zum Glück nicht einen großen Platz weg. So. So, kommen wir jetzt hier rein? Nein. So, noch ein Tape. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Okay. Papier und Bleistift. Wo ist denn das jetzt hin? Da. Okay, uns scheint es noch gut zu gehen. Also mit der Methode können wir sehen, ob wir schnell gesucht sind. Schnell genug sind oder nicht. So, alter Schlüssel. What? Nee, erstmal hören wir uns die Kassette an, bitte. To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body and burned. The three objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark
Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them, so check regularly. Once you uncover the sigils, use the Night Shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, use it in the return. Uiuiuiui, okay, also Puzzlespiel. Wir haben anscheinend nicht allzu viel Zeit, wie ich gedacht habe. Und wir haben hier drei Sachen. Wir haben hier zum einen das hier. Da müssen wir Zeichen drauf packen. Die kriegen wir mit diesem Zettel. Und wenn wir den Dämonen gefunden haben, beziehungsweise den Körper, wo der Dämon reingehört, dann kommt das Zeug mit in das in die Flüssigkeit, die wir in den Bauch, glaube ich, einfügen. Okay. Okay. Puh, ach so. Bevor wir hier eintreten, wir brauchen natürlich die Brille. Fahrtrage heißt das hier. Da sind drei Körper, okay. Wissen. Alexa Fletcher? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Und Rupert Perry. Womit fangen wir denn an? Ach, wir fangen mit der Annie an. Klack. So, Annie. Kurz zur Seite geschoben. Tür wieder zu. Mach uns keine Schande. Eieieiei. Ah, die Schatten, die sind auch so mega gruselig, ne? Let's check you out. Okay. Wir fangen mit der Observation an. Hier ist nichts. Aber wir haben ja gelernt. Das hat gar nicht geraucht, oder? War das nur fürs Tutorial? Vielleicht. Wir haben auch diese komischen Box. Jesus Christus. Diese komischen Boxen nicht zum Anklicken. Was ist denn jetzt kaputt? Alter. Nope, nope. New job. I'm getting out of here. Okay. Tschüss. How long I went to school? New career path. Fuck this. Jo. Was denn? Fine. Maybe. No. Ich will gehen. Warum können wir uns hier kaum bewegen? What? No, I just as much as. Hallo? Lass mich raus. Dann hat der Spuk ein Ende. Wir können es auch nicht anklicken, oder? Das haben wir schon gedacht. Huf. Oh. Wir. Okay. Wir können tatsächlich. Können wir das Spiel hier beenden?
Die haben bestimmt keinen Schlüssel. Das habe ich mir schon gedacht. Me. I can't believe him. Yeah. What am I doing? This is ridiculous. I shouldn't be out here. It's my fucking fault. Get back to work. Oh, okay. Ist ja gut, meine Güte. Huch. Wir tragen unseren eigenen Körper vor uns. Ist ja gut. Wenn wir das Symbol unten sehen, dann wissen wir, dass wir speichern. Kann ich? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier gucken können, ob wir noch bei Sinnen sind. Okay, also die Türen sind alle zu. Das gefällt mir nicht. Ich hätte gerne die Türen auf. So, jetzt schauen wir uns den Rücken an. Hier ist nix. Schauen wir uns die Hand an. Aha, da sind mal ein paar Kratzer. Nee, das ist auch die Hand. Ah, jetzt haben wir auch diesen komischen Nebel wieder. Achso. 5 von 5. Okay, cool. 5 von 5. Wir müssen das jetzt hier im Computer eintragen. Das kennen wir ja schon. Oh. Da ist der Name. Ah, das geht auch. Okay, Kopf. Da haben wir nix. Link ist fein. Linker Arm. Das ist leider hiervon so ein bisschen verdeckt. Und rechtes Bein. Das ist übernommen. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr cool. Übermittel. Meine Güte, ist dieser Drucker laut. Kannst du mal ein bisschen schneller drucken, bitte? Jo, danke schön. Time to embalm. Okay, einbalsamieren. Jetzt müssen wir die Chemikalien nämlich suchen. Können wir hier schon aufmachen? Achso, ja stimmt. Die Nadeln. Dafür brauchen wir dich. Und dich. Okay, das haben wir ja gelernt. Wir müssen hier den richtigen Punkt finden. Und dann drücken. Noch ein. Das ist so brutal. Zwei. There we go. Okay, jetzt noch die Augen, richtig? Ja, Augenkappen. Ah, wo sind die schon wieder? Das ist das Skalpell. Augenkappen. Können wir die Sachen auch schon mitnehmen? Ja, okay. The fuck. So, wir brauchen jetzt erstmal Augenkappen. Lass mich bitte in Ruhe, während ich hier arbeite. So, Augen auf. Und Augen zu.
Was? Slit your throat? Ich möchte meine Kehle nicht durchschneiden. Einbalsamierungsflüssigkeit in Pumpe mischen. Wir müssen hier aufmachen. Formaldehyd brauchen wir. Was ist da? Das brauchen wir nicht. Was ist das? Bleichmittel brauchen wir auch nicht. Feuchthaltemittel weiß ich gerade gar nicht. Doch. Oh, unser Schatten. Jetzt habe ich mich gerade wirklich über meinen eigenen Schatten erschrocken. Ethanol brauchen wir auf jeden Fall. Jesus. Und Glutaraldehyd. Wo ist das? Ja, nehmen wir noch das. Fertig, ne? Reagenz im alten Schrank. Okay. Ach, die Schrift ist auch weg, ist mir gerade aufgefallen. Skalpell haben wir. I can't use that here. Warum? Reagenz im alten Schrank. Vielleicht sollten wir mal hier so ein Dingens benutzen. Gucken wir, ob wir hier ein Symbol finden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das jetzt funktioniert. I already have one of those. Ach so. Den können wir immer wieder benutzen. Ei. Da haben wir noch eins gefunden. Okay. Puh. Ach so, wir müssen ja nach wie vor noch den richtigen Körper finden. Das hier, ne? Glaube ich. Ups. Ist das da noch oder ist das schon wieder weg? Ja, das sieht richtig aus. Nochmal double checken. Jo. Okay, dann haben wir schon mal was geschafft. Muss ich jetzt noch ein zweites Skalpell nehmen? I already have one of those. Ja. Red Boy will immer mit Escape. Das Inventar schließen. Was fehlt denn hier noch? Reagenz im alten Schrank. Ach so. Ja, Logo. Aber wir wissen noch gar nicht, ob das der richtige Körper ist hier. Machen wir den jetzt allgemein oder was? Na gut. Dann war das jetzt so. Arterienklemme und Schläuche. Die Schläuche? Habe ich die nicht schon irgendwo gesehen? Das ist der Beutel. Was ist das für eine Musik und warum? Da sind Schläuche. Ah, okay. Haben wir. So, jetzt lassen wir... Ach, die ultralaute Pumpe laufen und währenddessen laufen wir mal eine Runde rum hier.
Okay, hier passiert nichts. Hier auch nicht. Ich habe Gänsehaut, ne, im ganzen Körper. Junge, 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 Junge. Okay, es gibt hier anscheinend nichts. Das scheint von alleine zu laufen. So, du bist fertig. Schläuche entfernen, Schnitt verschließen. So, das wieder zu. Können wir denn diesen... Wir können den Zettel nicht ändern, ne? Okay, dann eben nicht. So, was steht als nächstes auf der... leeren Beutel haben wir. Da ist die Flüssigkeit. Und jetzt brauchen wir noch so ein Ding. Richtig. Richtig. Geräusche sind schon so widerlich. Tankreiniger zusammenmischen. Okay. Diesmal dürfen wir nicht... Was? Wer weint? Wer? Was? Ich will da nicht rein. Ich will das nicht. Das. Ein kleines Foto. Vorderseite 1970. Rückseite das Jahr der Ankunft des Hauses des Todes. Die Geburt seines Schöpfers. Die ganze Zahl soll 6 sein. Ist das das, was da steht? Ja. Okay, die ist wieder weg. Wir machen hier einfach weiter. Oh. Es brennt. So kriegen wir unser zweites Zeichen, ha? Huh? Oh. Es brennt richtig. Wo ist es? Ach so. Oh. Da ist es. Jetzt verstehe ich die Mechanik auch. Ein T und ein L zusammengefügt. Okay. Nicht rein da, ich muss arbeiten. T und L zusammengefügt. Das hier, oder? Ich weiß allerdings nicht, müssen wir im Uhrzeigersinn gehen? Und hier so ein neues. Okay, wir haben ja gelernt, wir müssen hier erstmal aufmachen. Dann machen wir das Ding sauber. Feuchtigkeitspflege auf das Gesicht geben. Das ist die Gewebefestiger. Das ist es wohl nicht. Bleichmittel, das hatten wir doch schon in der Hand. Das waren... Achso, da. So, die olle Pumpe ist sauber. Jetzt machen wir noch das Gesicht sauber. Alright. Wir müssen es nicht schminken. Gleich in die Kühlung zurückbringen. Ach so. Ja, wir verbrennen den Körper natürlich erst, wenn wir uns sicher sind, dass wir den richtigen Körper haben. Boah, es ist grausam, dass wir hier rückwärts müssen. Rückwärts reingehen müssen. Ist hier eigentlich zu? Ach, hier kommen wir auch raus.
Nee. Da ist gerade noch irgendeine andere Tür zugegangen. Die war das doch gar nicht. Annie. Rebecca? Das sind doch wir. Können wir die so reinschieben hier? So, erste Körper ist fertig. Liebe Rattenhorde, ich würde sagen, hier machen wir einen Cut. Und nehmen uns den zweiten Körper dann in der nächsten Folge vor. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin Redboy3k, schaut mir live auf Twitch zu oder folgt meinen Social Medias. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Tschö!